Hallo Leute, willkommen bei Neues Interview hier auf meinem Kanal. Du darfst dich gerne mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Binky Boy, komme aus Augsburg, bin 38 Jahre alt, bin Künstler, Musiker, Produzent und ja, freut mich auch, dass ich von dir interviewt werde. Ja, freut mich auch. Und die erste Frage ist wie immer, welche oder was für eine Behinderung hast du? Ich habe eine progressive Muskeldystrophie vom Typ Gliedergürtel. Ist relativ selten. Das heißt, dass das sogenannte Trainingsgen bei mir fehlt seit Geburt an und ich keinen Muskelaufbau betreiben kann. Daher ist die Behinderung progressiv, verschlechtert sich. Ich habe aber allerdings noch Glück im Unglück, weil es nur die äußere Muskulatur betrifft in meinem Fall. Nicht so wie bei den anderen zwei Arten wie Duchenne und Muskeldystrophie Becker-Kiener, wo auch die innere Muskulatur betroffen ist, wie Herz und Lunge. Das ist also bei mir schon mal nicht der Fall. Und ja, jetzt sitze ich seit 8 Jahren im Rollstuhl circa, weil es Laufen nicht mehr geht, weil die Sehnen sich verkürzt haben. Das ist so das Problem an der Geschichte. Ne? Okay. Da habe ich mal die zweite Frage von dich. Wie lange sitzt du so im Rollstuhl? Hast du eigentlich schon beantwortet? Ja, ich denke 7 bis 8 Jahre jetzt mittlerweile. Am Anfang war es so ein Übergang, dass ich schon meinen Rollstuhl benutzt habe für längere Wege und jetzt mittlerweile geht es halt nur noch mit Rollstuhl. Okay, die zweite Frage ist, ist dein Rollstuhl Motorbetrieb oder musst du noch per Hand schieben? Nein, ich habe einen Elektrorollstuhl, weil eben auch durch die Muskeldystrophie genauso die Armkraft betroffen ist und ich würde jetzt mit einem Aktivrollstuhl nicht sehr weit kommen und würde man natürlich auch durch die Anstrengung die Armkraft noch mehr reduzieren. Okay. Und die Belastung. Darf ich mal die dritte Frage für dich? Hast du auch Freunde oder Bekannte mit einer Behinderung? Ja, Freunde hier im privaten Umfeld habe ich auch mit Behinderung. Da schaut man mal zusammen Fußball und trinkt mal ein Bierchen zusammen und grüßt sich freundlich, wenn man sich in der Stadt trifft. Ich arbeite eben auch viel zusammen mit anderen behinderten Künstlern und daraus sind auch sehr viele Freundschaften entstanden. Das Hauptprojekt, also auch mein Herzensprojekt, heißt Crip Hop Nation und umfasst ca. 350 behinderte Künstler weltweit. Also blinde Künstler, gehörlose Künstler, Rollstuhlfahrer. Wir haben so ziemlich alles dabei und machen auch die verschiedensten Arten von Kunst. Also es sind bildnerische Künste genauso am Start wie jetzt Leute, die Skulpturen machen oder malen oder Grafikdesign machen, genauso wie eben Musiker oder Leute, die Poetry machen. Wir haben auch einen zum Beispiel, der kann nicht sprechen, weil er eine Cerebral Palsy hat und er lässt seine Gedichte über seinen Sprachcomputer vorlesen bei unseren Auftritten und eigentlich ein super Projekt, kann ich nur jedem ans Herz legen, dass er sich mal da das Projekt anschaut. Einfach mal Crip Hop Nation googeln, dann findet man einige Treffer. Okay, die nächste Frage ist, wie lebst du denn aktuell? Lebst du alleine oder in einem Wohnheim? Ich lebe alleine, ich habe meine eigene Wohnung. Bin da auch unabhängig. Größtenteils musste mir zwar eine Wohnung suchen, die rollstuhlgerecht ist, die also ebenerdig erreichbar ist, ohne Treppen, was schon mal ein großes Problem darstellt, wo ich wohne in der Gegend, weil da finden sich sehr wenige Wohnungen. Deshalb musste ich in die Sozialstation hier einziehen und hier gibt es eben zwei Möglichkeiten, einmal so ein betreutes Wohnen, dass man sich Essen bringen lassen kann, dass Pflegepersonen kommen, aber ich finde, gerade bei meiner Behinderung ist es wichtig, dass ich mir meine Selbstständigkeit so gut wie es geht weitestmöglich erhalte und deswegen mache ich nur alles selber, einkaufen, kochen, auch in der Wohnung aufräumen, so zum Putzen habe ich immer Hilfe, da kommt dann einmal meine Mutter mit ihrer Freundin vorbei,
Und die bezahle ich halt über das Pflegegeld, da wird einmal in der Woche durchgewischt und so Sachen, die man einfach im Rollstuhl schlecht erledigen kann. Aber ansonsten lebe ich ganz selbstständig in meiner Wohnung. Gut, da habe ich nur eine Frage an dich. Was hältst du eigentlich über das Bundesteilhabengesetz, was seit kurzem ja rausgekommen ist? Also ich sag mal so, das Teilhabegesetz, soweit ich mich halt selbst darüber informiert habe, war es bis vor einem Jahr eher noch wesentlich schlechter, sage ich mal, dass man als behinderter Mensch, auch wenn man verheiratet ist, sprich mit seiner Ehefrau in dem Familienbund zusammen nicht mehr als 2.500 € besitzen durfte, wenn man eben eine gewisse Pflegestufe erreicht hat und Berufsunfähigkeit ist. So war da die Regelung. Da ist ja jetzt eine Verbesserung nachgetragen worden letztes Jahr, dass zumindest dieser Betrag erhöht worden ist auf 25.000 €, was natürlich schon ein Riesenfortschritt ist. Aber ich frage mich nach wie vor, warum muss man Menschen, die eh schon eingeschränkt und limitiert sind, leider durch ihre Grundvoraussetzungen im Leben, durch die Behinderung, warum müssen die gesetzlich und vom Staat her nochmal eingeschränkt und reglementiert werden? Es ist ja eh schon so, dass die Krankenkasse nicht alle Hilfsmittel bezahlt, dass eben die Familie und der Betroffene selbst viel investieren muss. Bei mir zum Beispiel ist es gerade mal die Hubsäule im Rollstuhl, die einen Preisunterschied von ca. 20.000 € ausmacht, die Krankenkasse nicht komplett übernommen hat. Die haben gesagt, sie würden einen normalen Elektrorollstuhl ohne die Hubsäule übernehmen, aber dieses Feature eben nicht tragen. Ich brauche dieses Feature, um auf die Toilette zu kommen für alltägliche Geschichten und muss aber die Hälfte von dem Rollstuhl aus eigenen finanziellen Mitteln bereitstellen, damit ich so einen Rollstuhl bekomme und werde dann da eingeschränkt vom Staat, dass ich nur so und so viel Geld überhaupt in meinem Besitz befinden darf. Also irgendwo beißt sich für mich die Katze in den Schwanz und sowas sollte ganz eigentlich abgeschafft werden. Entweder man ist ein Sozialstaat und macht damit auch Werbung, dann tragen einfach auch die Stärkeren der Gesellschaft die Schwächeren mit, so wie man es auch in der Schule gelernt hat über den Sozialstaat. Aber bei uns wird immer viel von sozial geredet und im Endeffekt, wenn man sich es genau anschaut, sieht man relativ wenig, weil es gibt eben Gesetze, die für mich den Begriff Sozialstaat aushebeln, wie dieses Teilhabegesetz. Und dann nennt man es auch noch schön Teilhabegesetz, dass es einen schönen positiven Beiklang allein vom Namen her hat. Die wenigsten Menschen, die nicht betroffen sind von der Behinderung, beschäftigen sich mit dem Thema und denken, oh, wir haben in unserem tollen Sozialstaat wieder ein Gesetz, das für die Behinderten gut ist. Und im Endeffekt ist es schlecht für die Behinderten. Genauso wie das Teilhabegesetz an der Eingliederung für das Arbeitsleben für behinderte Menschen. Das wirkt eher so, dass Behinderte eben keinen Job mehr kriegen. Und ich sage, das ganze System ist eher anti-Menschen mit Behinderung und eben nicht sozial. Und daran sollte sich was ändern. Ansonsten sollte man nicht so heuchlerisch sein von der Politik und vom Staat her und sich immer gute Namen für schlechte Sachen raussuchen, weil das ist Verarschung. Und ich fühle mich verarscht vom deutschen Staat, keine Frage. Ja, finde ich ganz genauso. Das Gesetz geht absolut gar nicht. Aber hier bin ich mal in der Depot. Du kannst dich dann gerne noch verabschieden. Ja, dann verabschiede ich mich von allen Zusehern, von dir natürlich, bedanke mich für dieses nette Interview, hoffe, dass du mit deinem Projekt viel Erfolg hast und damit eben Awareness für Menschen mit Behinderung schaffst, Aufmerksamkeit und eine Medienpräsenz. Jeder, der gerne noch mehr Informationen zu mir haben will, der kann gerne meine Links klicken. Mich findet man eben unter Binky Voi im Internet. Das ist BinkyWoi. Da gibt es einen YouTube-Kanal, da gibt es Bandcamp, da kann man sich umsonst unsere Musik runterladen. Findet man eben auch viele Projekte von Crip Hop Nation. Das war das angesprochene Projekt für Behindertenkunst, was wir machen weltweit. Und würde mich natürlich auch über Zuspruch freuen. Gut, könnt ihr gerne mal, wie gesagt, vorbeischauen. Und dann verabschiede ich mich auch mal. Bis dann nächste Mal, Leute, und haut rein.
Peace.